Nawrocki, habe ein Unternehmen für Industrieklettern. Und wie der Name schon sagt, führen wir Arbeiten weltweit durch an Stellen, wo sonst niemand hinkommt. Naja, wenn man in solchen Höhen ist wie hier, dann fühlt man sich halt schon ein bisschen wie ein freier Vogel. Du kannst halt unten die ganzen kleinen Mannequins sehen, die so klein sind wie Ameisen. Und das sieht alles aus wie auf einer kleinen Modelleisenbahn oder so. Und klar, du fühlst dich schon so ein bisschen wie ein Adler oder so in den Lüften. Die Höhe ist immer gefährlich und du bist natürlich auch ein bisschen der Held. Weil jeder guckt nach oben und denkt sich, was machen die denn da? Man muss halt auf jeden Fall einen gewissen Respekt vor der Höhe behalten. Weil in dem Augenblick, wo du über die Kante gehst, kickst einfach auch in deinem Hintern. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Also die Angst fährt ja immer mit. Und die Angst schützt dich natürlich auch. Die Angst bewahrt dich auf jeden Fall irgendwo schon vor der Gefahr und natürlich vor dem Absturz. Im ersten Moment, wenn du ins Seil einsteigst und dich abseilst zu dem Punkt, wo du anfängst zu arbeiten, und dann ist das Abenteuer meist auch schon wieder vorbei, weil dann geht die Arbeit los. Es gibt eigentlich auch immer noch nichts Schöneres, als im Seil zu arbeiten. So einen stupiden Bürojob, wo ich den ganzen Tag wirklich nur drin sitze, kann ich mir nicht wirklich vorstellen für mich, nee. Es scheint so, als ob mein Leben an immer Abgründen funktioniert. Erst beim Klettern ist man am Abgrund des Gipfels und im Geschäft ist man oft am Abgrund der Verantwortlichkeit für Personen und Geld. Aber Abgrund Risiko, geil.